groß rauskommen. Davon träumen auch viele Musiker aus der Region. Doch der Weg bis an die Spitze der Charts ist bekanntlich lang und mühsam. Bisher ist die Wuppertaler Band Ikarus auf der Karriereleiter ganz gut vorangekommen. Für ihren deutschsprachigen Alternativpop haben die fünf schon etliche Preise gewonnen. In der vergangenen Woche konnten sie als Vorgruppe von Udo Lendenberg in der Essener Grugerhalle auftreten. Ich kann Sterne sehen. Bei Ikarus ist noch alles handgemacht, die Musik und deren Tonträger. Selbstgebrannt am PC und selbstbeklebt in mühsamer Kleinarbeit. So haben sich die Wuppertaler in nur anderthalb Jahren zu einer der größten deutschen Nachwuchshoffnungen im Musikbusiness gemausert. Wir wollen einfach auf der Bühne zeigen, dass wir Lust haben, Musik zu machen. Den Leuten vielleicht was mitgeben und natürlich auch was mitnehmen von der ganzen Show heute Abend, so, auf jeden Fall. Der Höhenflug von Ikarus hat sich rumgesprochen, sogar bis zu Udo Lindenberg. Auf Einladung des Panikrockers dürfen die Jungs aus Wuppertal in seinem Vorprogramm spielen. In der Essener Grugerhalle vor zigtausend Fans. Cool. Ikarus, ja. Ich wünsche einen guten Flug, oder? Lindenberg kontra Castingshows. Der Altrocker fördert den Nachwuchs sowie Ikarus auf seine Weise. Gegen Zwänge und Kommerz von Plattenfirmen. Da reinbleiben. Wir wollen hier so, Marken, so neue Marken, weißt du, speziell. Crazy, verrückt, gewagt, ja, nie gehört vorher und so. Das Erfinder. Wir wollen die Schwestern und Brüder von Daniel Düsentrieb, die Enkel von Daniel Düsentrieb, weißt du. Erfinder, großer Erfinder war. Dichter und Denker. Okay. Die Wuppertaler sind auf einem guten Weg, findet nicht nur Lindenberg. In ihrem zweiten Bandjahr haben Ikarus Auszeichnungen und Preise in ganz Deutschland abgeräumt. Aber neben Musiklegenden in einer Riesenhalle auftreten, das erzeugt heftiges Nervenflattern, als die Zuschauer Richtung Bühne stürmen. Das ist der Hammer, was hier los ist irgendwie. 30, 40 Leute, die alle irgendwie nebenher arbeiten und irgendwie alles klappt. Oh, ja, echt abgefahren. Und der Sound? Der Sound, der bringt einfach den absoluten Adrenalinschub. Das ist unglaublich. Das ist halt, so einen Sound kennt man halt nicht von kleinen Bühnen. Und das ist, wie gesagt, wir sind alle total geflasht irgendwie. Mittlerweile sind namhafte Produzenten auf die Nachwuchsrocker aufmerksam geworden, wollen gemeinsam mit ihnen das erste Album aufnehmen. In Essen jedenfalls waren nicht nur die Fans schwer begeistert. Backstage fuhr Nina Hagen voll auf Ikarus ab. Ich war früher auch oft Vorband und das ist eine unheimlich gute Schule für junge Bands, sich auszuprobieren und sich zu verbessern und in großen Hallen zu spielen, wo sie vielleicht so noch nicht spielen würden, weil sie ja noch so klein und so jung sind. Und daher ist es schon immer eine geile Sache gewesen. Jedes Wochenende sind Ikarus, die gemeinsam eine WG im Luisenviertel bewohnen, zu Auftritten unterwegs. Doch das Essen-Konzert wird so schnell nicht getoppt. Das Schärfste an der ganzen Sache war einfach, dass die Leute echt Bock haben und auch mitgehen irgendwie. Also jetzt nicht nur hier sind, um jetzt den ganzen Abend Udo zu rocken, sondern halt auch so Support-Bands wie uns, die halt echt unbekannt sind, einfach irgendwie unterstützen und halt auch applaudieren und Juhu schreien und cool. Einfach Spaß gemacht. Ikarus haben nicht nur den richtigen Groove. Für ihre Texte haben die fünf Studenten beim Deutschen Rockpreis den ersten Platz belegt. Beste Voraussetzungen, auch einmal selbst die Hallen zu füllen. Das ist mein Dach.